Die eine letzte Frage kommt von Nico Fried, Süddeutsche Zeitung. Frau Bundeskanzlerin, der Präsident hat vor einigen Tagen es als einen großen Fehler bezeichnet, keinen Plan gehabt zu haben nach der Intervention in Libyen. Fühlen Sie sich im Nachhinein in Ihrer damaligen Position dadurch bestätigt und jetzt auch in den Konsequenzen dieser Fehlentscheidung ausreichend unterstützt durch die Vereinigten Staaten? Und Herr Präsident, eine Nachfrage zu Ihren Äußerungen zu TTIP. In Deutschland ist der Widerstand besonders groß gegen die privaten Schiedsgerichte. Sind Sie bereit, an der Stelle den Bedenken in Deutschland entgegenzukommen? Und eine kleine Zusatzfrage, beneiden Sie eigentlich die Bundeskanzlerin darum, dass Ihre Zahl der Amtszeiten unbegrenzt ist im Gegensatz zu Ihren? Da Fragen habe ich jetzt vergessen. Was wollten Sie von mir? Ich habe so interessiert zugehört. Ich denke immer daran, dass es um 6 die Eröffnung ist. Deshalb sagen Sie noch mal Ihre erste Frage. Fühlen Sie sich durch Libyen, ja, alles klar. Zu Libyen bestätigt? Also erstens, wenn man eine von seinen Freunden abweichende Entscheidung trifft, das war ja damals eine Enthaltung, dann ist das nie einfach und es bleiben trotzdem die Freunde und es bleibt das gemeinsame Ziel. Und das, was jetzt zur Debatte steht, das betrifft uns genauso wie die Vereinigten Staaten von Amerika, wie alle anderen. Wir müssen in Libyen wieder einen vernünftigen Staat aufbauen. Das ist alles andere als einfach. Und deshalb arbeiten wir sehr engagiert und sehr gemeinsam an der Kräftigung dieser Einheitsregierung. Deshalb werden wir alles tun, um hier die internationale Kooperation auch auf dieses eine Ziel zu lenken und nicht auf unterschiedliche Ziele. Und deshalb heißt es einfach, in die Zukunft zu schauen und zu versuchen, hier eine Stabilisierung hinzubekommen, die nicht einfach ist angesichts der Stammesstruktur in Libyen, angesichts der sehr eigenwilligen Geschichte und der sehr eigenwilligen Gegebenheiten, dass ein Land wie Libyen zum Beispiel nie eine Armee hatte, wie ein sonst existierender Staat. All das müssen wir berücksichtigen und Deutschland wird sich mit allem, was wir auch können, bei der Ausbildung, bei der Kräftigung dieser Regierung, beim wirtschaftlichen Aufbau, bei der Unterstützung der libyschen Bevölkerung beteiligen und das gemeinsam mit den Vereinigten Staaten von Amerika. And now I learned the proof of the pudding is the eating. Let's start.